Herzlich willkommen, mein Name ist Juri Prohaska, auch der Produktspezialist bei der Procamed AG. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr beim Zoll AID3 könnt Sprache ändern könnt. Beim Zoll AID3 sind bis zu 3 vordefinierte Sprachen hinterlegt. Um ins Menü zu kommen, drückt ihr die Einschalttaste, haltet die gedrückt, bis das Zoll-Logo erscheint. Gerät OK. Sobald das Menü angezeigt wird, tippt ihr auf das Einstellungssymbol und anschließend links auf das Sprachensymbol. Dann haben wir jetzt 3 Sprachen zur Auswahl. Ich wähle jetzt beispielsweise Englisch. Tue das Ganze dann speichern. Und dann wird das Ganze übernommen. Sobald ihr das Menü wieder seht, könnt ihr das Gerät ausschalten und die Sprache ist aktiv. Unit powering off. Vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet noch weitere Fragen herum sein, schaut doch bei den anderen Videos noch durch oder ruft uns an. Wir sind sehr gerne für euch da.